Rekord verschlagen. Mr. Gladstone. Der letzte der drei. Guten Tag, Mr. Gladstone. Mr. Singh. Sie sind wirklich sehr schwer zu erreichen. Ich weiß, worum es hier geht. Ihre Salontricks werden langsam alt. Ihre Majestät ist sie leid. Und deshalb betteln Sie jetzt mich an. Sie verletzen mich zutiefst, Sir. Mein Volk verdient die Freiheit und ich bin hier, um dafür zu kämpfen. Weshalb verloren Sie den Punjab? Ich sage es Ihnen, Eure Hoheit. Sie waren uns unterlegen, und zwar in allen Belangen. Ja, die Sikhs verdienen ihre Freiheit. Ich hoffe, mit britischer Hilfe und Fortschritt werden Sie sie auch erlangen. Warum wollen Sie dann Ihren König zurück? Es ist Britanniens Pflicht, den Frieden zu wahren. Das ist eine große Verantwortung. Ich weiß Ihre Ratschläge zu schätzen. Ebenso, ich wünsche Ihnen viel Glück für Ihr Ansinnen, Eure Hoheit. Ich hoffe, mein Rat führt zu etwas Gutem. Weit mehr als Ihre Politik bislang. Doch ich hoffe weiterhin, dass Sie Ihre Meinung ändern. Mein Volk verlässt sich darauf. Eine süße Mission, ehrlich. Vielen Dank, Miss Fry, für Ihre Unterstützung. Oh, Sie sind stets willkommen. Ich hoffe, dass es sich auszahlen wird, trotz Mr. Gladstones Sticheleien. Die mit den größten Herzen müssen Sie am stärksten schützen. Ihr Vater zum Beispiel, soweit ich sagen kann, war außerordentlich traurig, ja, gebrochen, als Ihre Mutter verstarb. Ein solcher Schmerz kann uns blind machen, uns befremdliche Dinge sagen lassen, um unsere Liebsten zu schützen. Es ist Zeit, dass Sie die Kutsche zurückbringen und diese Pläne beschaffen. Sie befinden sich im Buckingham Palace. Die Queen bewahrt sie bei ihren persönlichen Papieren im weißen Salon auf. Ihnen einen guten Abend, Miss Evie Fry. Ihnen auch, Eure Hoheit. Okay, zurückkehren. Das heißt, es geht noch weiter. Oh Gott. Und vor allem gibt es jetzt in der Stadt so viele Raser. Das ist ja das Kranke. Aus dem Weg. Woher sind die auch nicht schneller gefahren? Ganz genau. Ich soll jetzt wirklich da wieder reinfahren? Gut so. Okay. Die werden ihren Augen nicht trauen. So, aus dem Gebiet entkommen. Wir haben sie uns nur mal kurz ausgeliehen. Es ist alles in Ordnung. Was wird sie? Ich glaube ja nicht. So, auf geht's. Wo kommt er denn her? Oh. Was war das denn? Wo kommen die denn her? Ihr schon wieder. Okay, jetzt haben wir es aber wirklich geschafft. Genial. Familienpolitik abgeschlossen. Kurze stillen, ohne Innenhof zu betreten. Ich habe den Innenhof nicht betreten. Na los. So was Blödes. Dann hätte ich das andere gar nicht machen müssen. Hätte ich gar nicht aufpassen müssen. Mann. Achso, wir sind durch. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Da ist der nächste Auftrag. Jetzt heißt es, töten, eine denkwürdige Nacht. Oh, 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 ist das wirklich die Quest, in der wir Starrick vernichten? Ist das die letzte Quest? Ich habe mir noch nicht mal Gedanken über ein Resümee gemacht. Ich weiß noch nicht, was ich zu Assassin's Creed Syndicate sagen soll. Außer, dass es einfach genial ist. Das werde ich natürlich nachher noch einmal erwähnen. Das wird auch in den Punkten zu sehen sein.
wenn dieses Spiel nicht sogar eines der genialsten Assassin's Creed Abenteuer ist, die ich jemals gespielt habe. Aus dem Weg. Flog da gerade ein Mensch? Weg. Innen drin sitzen auch noch welche. Gutes Mädchen. Die Tür wackelt ganz schön. Wenn die Kutsche wenigstens eine Anzeige hätte, wie kaputt sie schon ist. Aber hat sie nicht. Oh Gott. Durch den schönen Park. Gut so. Die schönen Bäume. Alles geht kaputt. Aber der Park war definitiv eine Abkürzung. Wir sind gleich da. Wir haben es gleich geschafft. Wir springen ab. Und dürfen uns nun an den letzten großen Auftrag machen. Oh Gott. Starek zu vernichten. Wenn wir ihn denn schon vernichten dürfen. Ansonsten, wenn das Resümee danach kommen sollte, beziehungsweise die Credits, werde ich mir natürlich einfach so etwas überlegen und dann später das Ganze nachsprechen. Eine denkwürdige Nacht. Jacob und Evie müssen Crawford Starek davon abhalten, den Ball anzugreifen, indem sie ein Attentat auf ihn verüben und den Edensplitter in ihren Besitz bringen. Und bevor wir das machen, mache ich noch eine kleine Pause. Ich lasse das jetzt so stehen, schneide das einmal raus und wir sehen uns gleich wieder. Okay, puh. So, da ist er wieder. Auf geht's. Natürlich kommst du mit sowas. Miss Fry? Gib ihm deine Waffen. Die dürfen wir nicht mitnehmen. Oh je. Ich hoffe, wir können uns auf Abilene verlassen. Wenn nicht, dann sind wir verlassen. Du siehst hinreißend aus, Catherine. Ich könnte niemals eine andere. Nicht in einer Million Jahren, William. Sir? Madam? Ihre Karten? Ich habe meine Karte wohl verlegt. Fahren Sie durch, Sir und Madam. Guter Mann. Ich bin der zukünftige Premierminister. Oh, was um Himmels Willen hat unsere Kutsche hier zu suchen? Die armen Gladstones. Hab ich da was gehört? Nein, nur die Stimmen in deinem Kopf. Und doch klingen sie so viel angenehmer als deine. Charmant. Nicht wahr? So, dann komm, Jacob. Ich muss hinter dir laufen. Eigentlich 2-3 Schritte hinter dir. Du läufst irgendwie, als müsstest du auf Klo. Gott, bin ich gespannt. Endlich Starek gegenüber. Wie du willst. Treten. Ich muss jetzt zu Freddy. Vielen. Die Pläne befinden sich im weißen Salon. Der bestimmt verschlossen ist. Der Hauptmann wird den Schlüssel haben. Okay, ein Schlüssel. Gut, den Schlüssel haben wir schon mal. Den weißen Salon mit dem Schlüssel betreten. Wir gehen einfach mal hoch. Gott, oh Gott. Ob wir die Queen auch noch treffen? Ich bin ja ganz gespannt. Queen Elizabeth. In welchem Jahr befinden wir uns? Hoch.
zu viel Aufmerksamkeit erregt. Aua, man schlägt doch keine Dame. Das schaffe ich nicht alleine. Was meint sie damit? Ich meine, ich habe den Schlüssel jetzt. Habe ich den immer noch oder ist der jetzt weg? Level 8 ist eigentlich gefordert. Wir sind Level 10. Wir müssten es normalerweise schaffen. Gucken wir mal. Ja, wir haben ihn. Den weißen Salon mit einem Schlüssel betreten. Das schaffe ich nicht allein. Was meint sie damit? Was passiert dann? Da komme ich nicht rein. Es muss einen anderen Weg geben. Neue Datenbankeinträge, das ist ganz schön. Bringt mir im Moment nur herzlich wenig. Vielleicht muss ich ja um euch herum. Aber da komme ich auch so nicht ran. Ich kann nicht sprinten. Ich laufe wie eine Ente. Es muss eine andere Möglichkeit geben. Was ist, wenn ich dir jetzt auch noch was stehle? Nee, ich kann ihn nur niederschlagen. Das will ich nicht. Muss da irgendwie rein. Kann ich hier nicht hoch? Nee, geht nicht. Das wäre so einfach. Warum musstest du dir auch sowas anziehen? Naja, geht nicht anders, nicht? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Kannst du mir nicht helfen? Ich bin eine arme, verzweifelte Frau. Und weiß nicht, wie ich in den weißen Salon komme. Dabei habe ich da meine Handtasche liegen lassen. Oh, bitte, hilf mir. Es muss eine Möglichkeit geben. Das schaffe ich nicht alleine. Eine Wache gefangen nehmen. Ah, okay. So, jetzt. Jetzt nehmen wir eine Wache gefangen. Egal, Sie werden mich begleiten. Halten Sie einfach den Mund, dann ist das alles im Handumdrehen vorüber. Wer sind Sie? Gehen Sie langsam, um die Größe des Rings zu verringern. Mein Arm! Ah, so ist das gemeint. Haha! Sachte! Okay, na gut. Sachte! Die Dame gehört zu mir. Danke vielmals. Madam? Sehr gut. Sachte! Du bist gleich erlöst, keine Sorge. Das tut weh. Ja, ist auch mit purer Absicht. Das ist das Schöne, wenn man das andere freigeschaltet hat. Okay. Das tut weh. Kommst noch weiter mit. Sachte. Da müssen wir rein. Nee, da müssen wir nicht rein. Hier bin ich verkehrt. Sachte. Mein Arm. Ach, sehr ruhig. Hör auf zu weinen. Das tut weh. Wie kommen wir da rein? Sachte! Hintenrum, natürlich.
Hintenrum klappt immer. Sachte! Durch, 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 durch. Der andere kommt nicht. Ist hier sonst noch irgendwo jemand? Ich muss mal kurz gucken. Das tut weh. Nein. Da ist ein Brief. Da ist eine Kiste. Aber ich werde erst noch weitergehen. Sachte. So. Du bleibst hier. Ich kann dich nicht alleine stehen lassen. Du verschwindest da drin. Bärenfellmütze liegt da noch. Okay, ist hier jemand drin? Hier müssen irgendwo die Pläne sein. Da sind die Pläne, aber ich will erst den Brief. Erinnerungsgegenstand erhalten. Oh, da ist auch noch eine schöne Kiste. Nehmen wir mal auch mit. Okay. Königliche Korrespondenz. Der steht da rum. Der geht raus. Oh, dann kann ich die andere Kiste auch noch looten. Da sind bestimmt sehr, sehr wertvolle Dinge drin, die wir brauchen, um etwas herzustellen. Entschuldigung.